Und es geht direkt weiter mit Let's Play World of Warcraft. Ich muss mal eben abchecken. Ich glaube, uns fehlen noch ein paar Federn, ne? Ejo, bronzene Federn. Die werde ich mir mal fix noch organisieren. Heute habe ich eine ganz nette Überraschung per E-Mail bekommen. Und zwar habe ich... Inventar ist voll, WTF. Und zwar habe ich eine Einladung für The Elder Scrolls Online bekommen, für die Beta. Jetzt am Wochenende, also vom 10. bis zum 12. um 12 Uhr, also um 24 Uhr Mitternacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich diese E-Mail bekommen habe, habe ich mich wirklich gefreut wie ein kleines Kind. Also, wenn ein Spiel Chancen auf einen WoW-Ersatz für mich hatte, dann ist es The Elder Scrolls Online. Also ich habe mich heute erstmal mit Informationen nur so überschüttet, damit ich dann weiß, was ich am Freitagabend, wenn es denn rauskommt, auch mal spielen werde. Oh Gott, es ist viel zu laut, dieses NPC-Scan. Deswegen mache ich das jetzt auch mal aus, Leute. Ich mache NPC-Scan aus. Nicht NPC-Scan, sondern hier ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ich muss mal eben gucken. Aber ich weiche vom Thema ab. Am Freitag um 18 Uhr kann ich loslegen. Ich werde heute Nacht erstmal so einen 20 GB Download starten müssen und hoffe, dass es in einer Nacht funktioniert. Ansonsten habe ich auch morgen und übermorgen noch. Das wird auf jeden Fall sehr interessant, so wie hieß das Add-on. NPC-Scan ist es nicht. Ach, komm schon. Tidy Plates, Silver Dragon. Silver Dragon kann ausgemacht werden. Dann erspare ich mir nämlich immer dieses laute Gedudel da. Und ich habe immer das Gefühl, die Leute unter euch mit Kopfhörern kriegen dann immer direkt erstmal einen Schock, wenn sie das hören. Das möchte ich euch ja nicht antun. Naja, wie auch immer, The Elder Scrolls Online, das wird was werden. Ich würde am liebsten Videos dazu machen, euch ein bisschen teilhaben lassen. Ich weiß ja nicht, wer von euch schon ein Beta-Invite, oder ob überhaupt schon jemand von euch ein Beta-Invite hat. Also ich habe echt Schwein gehabt, ich habe mich nämlich erst vor ein paar Tagen dafür angemeldet und habe den dann heute direkt bekommen. Zum ersten Mal, dass ich Glück habe mit einem verdammten Beta-Key, man glaubt es kaum. Tut mir natürlich für alle Leute leid, die keinen bekommen haben, aber in dieser Hinsicht bin ich jetzt erstmal froh, dass ich einen habe. Wie gesagt, es ist nicht erlaubt, mit zu aufzunehmen. Das ist irgendwie eine Closed Beta, eine Secret Beta. Dann darf ich auf jeden Fall nicht filmen, nicht publizieren, irgendwie über irgendwelche Spielinhalte, keine Screenshots, gar nichts. Ich weiß nicht, was da auf einen zukommt, wenn man sich da irgendwie nicht dran hält. Ansonsten würde es wahrscheinlich auch jetzt schon kommendes Wochenende von Streams nur so wimmeln von The Elder Scrolls Online. Also ich hoffe wirklich ganz, ganz stark, dass es für mich das neue WoW wird. Weil ich irgendwie so ein MMORPG, das brauche ich einfach. Es ist einfach schön nach der Uni, nach der Arbeit einfach mal sich noch ein, zwei Stunden hinzusetzen. Klar kann man das auch mit anderen Spielen machen, allerdings reizen die mich irgendwie nicht so sehr. Ich brauche Spiele mit Langzeitmotivation, dass ich mich da auch regelmäßig dran setze. Ich habe mir zum Beispiel auch Battlefield 4 gekauft. Das war einer der größten Fehlkäufe meines Lebens. Das hat mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Ein bisschen online gespielt und naja, das war's dann auch. Naja. Das war dann nun mal Pech, einer der Fehleinkäufe. Also, diese ganzen Videos, die es zu The Elder Scrolls Online jetzt mittlerweile schon gibt, die machen mir unglaublich viel Lust auf dieses Spiel. Also das ist, mir gefällt dieser Grafikstil, der nicht ganz so gestochen ist wie in Skyrim. Irgendwie auch sowas Comic-mäßiges hat, habe ich so den Eindruck, dass sich schon fast so ein bisschen auch wie WoW verhält vom Äußeren.
Versteht mich nicht falsch, ich möchte auf gar keinen Fall einen WoW-Klon oder etwas, das sich an WoW orientiert. Das hat man damals schon mit Herr der Ringe Online versucht. Mit Lotro. Habe ich übrigens auch gespielt. Absolute Fehlschlag. Man hat sofort gesehen, dass das irgendwie ein WoW-Verschnitt war. In der schlechten Welt von Herr der Ringe. Absolut nicht würdig der Herr der Ringe-Filme oder generell der Herr der Ringe-Geschichte. Also so, The Elder Scrolls Online hat schon, so vom Kampfsystem soll sich das sehr stark an Skyrim orientieren und das hat mir bei Skyrim eigentlich schon gefallen. Der einzige Grund, warum ich Skyrim nicht so stark gesuchtet habe, war, dass mich diese ganze Welt doch ziemlich erschlagen hat. Und dann habe ich mal wieder League of Legends gespielt und habe ich das schnell verdrängt. Also das könnte mich natürlich auch bei The Elder Scrolls Online erschlagen, aber ich habe irgendwie die Hoffnung, dass ich mich dadurch, dass ich halt die ganze Zeit, ich finde dieses Konkurrenzdenken so toll, dass ich die ganze Zeit mit anderen Leuten spiele, mich vergleichen kann, dass es gibt mir immer noch extra einen extra Schub. Ich bin da so jemand, der möchte sich dann irgendwie schon so ein bisschen beweisen. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie im Real Life nicht könnte, nein. Aber halt auch im Ingame, da finde ich das immer ganz schön. Dieses so ein bisschen mit ein paar Freunden und dann so ein bisschen gucken, was macht der, sich ein bisschen messen. Das finde ich, das ist eine absolute Motivation für mich. Sobald ich dann das Spiel irgendwie alleine spielen muss, jetzt zum Beispiel wie in WoW, wo ich jetzt kaum nur noch jemanden kenne, mit jemandem generell überhaupt mit gar keinem mehr zusammenspiele. Naja. Da habe ich die einzige Motivation eigentlich, da seid ihr. Ja, ist einfach Fuck. Wenn ich kein Let's Play machen würde, dann bräuchte ich WoW jetzt hier auch nicht aktiv aufrechtzuerhalten. Angeblich kostet The Elder Scrolls Online auch 12,99 im Monat, also genauso wie bei WoW. Das wäre es mir auf jeden Fall wert. Wenn ich mich damit beschäftigen könnte. Auf jeden Fall. Aber warten wir es einfach mal ab. Ich freue mich auf Freitag, ich freue mich auf 18 Uhr. Und dann schaue ich mir das Ganze doch mal einfach mal an. In der Hoffnung, dass es mich wirklich flashen wird. Aber ich bin eigentlich recht davon überzeugt, dass es genau mein Ding sein wird, weil die ganzen Videos, die ich gesehen habe, da habe ich mich jetzt wirklich wieder reingelegt. Ich habe so viel recherchiert. Ein paar Freunde von mir wollen das auch spielen und da habe ich unendlich viel Motivation zu und ich bin einfach froh, dass ich diesen verdammten Beta-Key habe und mich dann erstmal damit am Wochenende einspielen kann. Und dann sehe ich auch direkt, wenn ich das... Ich merke bei solchen Spielen sehr recht schnell, ob es mir liegt oder nicht. Und wenn ich jetzt am Freitag merke, ich werde euch natürlich auch darüber dann in einem kommenden Video irgendwann mal, nicht ein extra Video, aber dann halt werde ich irgendwann nochmal drüber quatschen, dann werde ich euch sagen, was ich da so vom Gefühl her, ob das was für mich war oder nicht. Also wenn ich merke nach diesem Wochenende, das ist was für mich, dann weiß ich, was ich auf jeden Fall direkt am Ende der Beta noch vorbestellen werde. Und das ist natürlich The Elder Scrolls Online. Ich weiß gar nicht, wie teuer ist das? 50 Euro? 60, glaube ich, ne? 50 oder 60 Euro. Und wahrscheinlich wieder ein Spielmonat gratis, so wie sich das für so ein MMORPG mit Abo-Kosten gehört. Also ich hoffe nur, sie haben aus den Fehlern von Herr der Ringe Online gelernt und haben nicht den Fehler gemacht, versucht, WoW zu imitieren. Das wird nichts. WoW kann man nicht besser imitieren. WoW ist perfekt, so wie es ist. Ich möchte, wenn ich ein neues MMORPG spiele, nicht WoW als neuen Aufleger haben. Ich möchte was Neues haben. Und ich glaube, das wird's mit Skyrim, mit The Elder Scrolls Online, wird das funktionieren. Ich hoffe es. Es ist ja letztens irgendwie noch so ein MMORPG. Wildstar, kann das sein, dass es Wildstar war? Da hat mir ja die Grafik nicht so zugesagt. Das war irgendwie nicht so mein Ding. Ich freue mich einfach, ich mag auch diese Skyrim-Story so. Das ist
Da kann ich mit was anfangen. Ist jetzt schon wieder zurück, ne? Ja. Säubert den Brunnen der Wildmen. Hey, ist das nicht ein Ramob? Nee. Hätte ich jetzt gedacht, der hat so geleuchtet. Also die Steuerung von The Elder Scrolls Online kann man halt überhaupt nicht mit der von WoW vergleichen, ja? Das also die Steuerung soll sich sehr, sehr nah an Skyrim orientieren. Auf jeden Fall nicht so wie hier, wie das hier der Fall ist. Also Skyrim sehr viel auch mit Skillshots und es gibt auch nicht so eine was auch cool ist, es gibt nicht so eine Riesenpalette an Fähigkeiten. Das ist auf der einen Seite natürlich nicht so schön, aber auf der anderen Seite ist es halt Skyrim und nicht WoW. Ja, du hast vier oder fünf Fähigkeiten, die du benutzen kannst, rechte, linke Maustaste und dann 1, 2, 3, 4 oder so und das war's dann. Also Windows jetzt aktivieren. Habe ich Windows auf diesem PC noch gar nicht aktiviert? Muss ich das gleich mal machen, nicht, dass mir das hier noch irgendwie abstürzt. Was führt euch hier? Geht in Frieden. Also ich denke dann auch, wenn ich das Spiel tatsächlich spielen werde, dass ich das dann auch auf jeden Fall auch, wenn mir die Zeit neben dem Suchten dann noch bleibt, auch Let's Playen werde, beziehungsweise einfach beim Zocken mit aufnehmen werde. Vielleicht mache ich nicht so ein direktes Let's Play, wobei das ich vielleicht auch, weiß ich nicht. Mal gucken. Vielleicht nehme ich auch einfach immer nur Teilausschnitte von meinem Charakter auf, den ich gerade hochspiele. Also am liebsten würde ich jetzt direkt loslegen. Muss ich hier wieder nach Donnerfels, ne? Scheiße. Muss ich wieder diesen verdammten Berg. Früher war Donnerfels meine Lieblingshauptstadt. Mir hat das Ambiente hier immer so gefallen. Finde ich eigentlich immer noch als mit einer der schönsten Hauptstädte. Also definitiv von den Hauptstädten der Horde finde ich Thunderbluff immer noch am schönsten. Also Donnerfels. Dass ich mich daran gewöhnt habe, die Stadtnamen hier irgendwie nicht mehr Englisch auszusprechen. Das fand ich früher damals, als sie das geändert haben, als sie die englischen Namen nahmen. Es war ja so, zu Vanilla-Zeiten auf den deutschen Servern hatten die ganzen Städte, die ganzen Namen hier, ja, waren alle noch auf Englisch. Crossroads für, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, für das Wegekreuz, ja, Thunderbluff, Donnerfels und Undercity, Untercity, Stormwind, Sturmwind, da hatte ich solche Probleme mit, da hatte ich solche massiven Probleme mit, mich daran zu gewöhnen. Und ich weiß auch immer noch, wir haben uns dann immer im Chat darüber lustig gemacht damals, aber mittlerweile kann ich mich auch mit den neuen Namen anfreunden. Wobei, was gar nicht geht, was also ein Beispiel dafür ist, was ich fürchterlich finde übersetzt, es ist Undercity und Unterstadt. Das ist ja wohl mal so scheiße. Da hätten sie ja 100-mal Undercity lassen können. Wie kann man bitte Undercity in Unterstadt verwandeln? In Unterstadt. Das ist so schlecht. Also da kommt es immer noch so ein bisschen hoch. Unterstadt. Ich meine, Donnerfels ist auch nicht schön. Thunderbluff war immer cool, aber Unterstadt. Nee. Nee. Gar nicht. Gar nicht. Das geht nicht. Bane Bluetooth. Der Blick der Erdenmutter ruht auf uns. Na, jetzt, wo wir nochmal über Herr der Ringe gesprochen haben. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich habe es bis heute nicht fertig gebracht, den Hobbit zu sehen. Das mag jetzt für viele schockierend sein. Es sei denn, ich habe hier natürlich so ein paar Leute, die der Hobbit wirklich so krass toll finden. Also ich bin ja ein absoluter Fan von Der Herr der Ringe.
Immer noch. Und als ich damals gehört habe, dass sie den Hobbit verfilmen, war ich Feuer und Flamme. Ich muss da hinten hin. Ne, wo muss ich hin? Dorthin. Da war ich Feuer und Flamme. Aber als ich den Film dann gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich enttäuscht. Nicht, weil der Film schlecht umgesetzt war, weil das Buch schlecht umgesetzt wurde. Es ist einfach das Buch an sich, das hat einfach längst nicht die Tiefe, wie es Herr der Ringe hatte. Das ist längst, hat längst kein so episches Ausmaß. Da kann das Buch noch so gut verfilmt worden sein, wie es menschmöglich gewesen ist, aber es ist und bleibt irgendwie doch eher ein Kinderbuch. Und die Story war mir doch ein bisschen zu flach. Nicht, dass mich das hätte überraschen müssen. Ich hab Der Hobbit mehrmals gelesen. Aber irgendwie habe ich mir gehofft, irgendwie den Herr der Ringe Teil 4 zu bekommen. Und das war wohl der Fehler, dass ich mit der falschen Erwartung an den Film gegangen bin. Weswegen ich jetzt irgendwie auch nicht so gefesselt auf den zweiten Teil gewartet habe, so wie es viele meiner Freunde getan haben. Ist auch auf Unverständnis gestoßen. Naja, was soll man machen? Vielleicht hätte ich mir auch angucken. Vielleicht mache ich es auch nochmal. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal eine Vorstellung. Läuft ja tatsächlich immer noch. Ein Film, den ich auf jeden Fall ansehen werde. Und was mein geheimer Favorit für dieses Jahr sein wird. Und wo ich mich insgeheim ungefähr 10 Millionen Mal mehr drauf gefreut habe als auf Der Hobbit. Das ist The Wolf of Wall Street. Also mal ganz ehrlich, das muss so ein genialer Film sein. Ich finde ja Leonardo DiCaprio generell richtig klasse. Also die meisten Filme jedenfalls, die ich gesehen habe. Aber den Trailer, der war ja mal sowas von genial. Ich mag ja generell so Wall Street Filme. Ich fand Wall Street ganz toll. Ich fand auch, wie hieß er nochmal? Wie hieß der Film? Margin Call, der große Crash. Den fand ich auch richtig klasse. Wo es hier um die riesen Finanzkrise da ging. Ich glaube mit Lehman Brothers, quasi in Anspielung an Lehman Brothers, die dann irgendwie dann auch pleite gemacht haben, Konkurs gegangen sind. Sehr spannend, der Film. Und generell, das ist dann halt jetzt mal so Wolf of Wall Street, irgendwie das die andere Seite der Medaille halt. Die ganze Party, der ganze Alkohol, Drogenrausch, der dann dahinter steckt noch zusätzlich. Wenn sie dann das Geld ausgeben, das muss richtig klasse sein. Also, was ich so bis jetzt auch an Kritiken gehört habe, hat mich in meiner Meinung nur bestärkt. Nicht, dass irgendwelche negativen Kritiken meine Vorfreude auf den Film irgendwie geschmälert hätten. Von wegen. Aber die waren alle meiner Meinung. Auch natürlich ein Film, der mich auf die Kinoschiene gerutscht. Auch ein Film, der mich sehr interessiert und den ich echt toll fand, weil ich den Trailer so unglaublich, einer der besten Trailer, den ich in letzter Zeit so gesehen habe, das war der neue X-Men. Wie hieß er nochmal? X-Men Erste Entscheidung? Nee, nicht Erste Entscheidung, das war was anderes. Das war der davor. Jedenfalls der neue X-Men. Da bin ich auch Feuer und Flamme für. Das ist auch so ein Film, den ich unbedingt sehen muss. Wie auch immer, ich merke jetzt gerade schon wieder, die Zeit nähert sich dem Ende. Ich werde hier Pause machen, Leute. Wir hören uns dann beim nächsten Part wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.